لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى حبي جمال فتنى عمر ما بلحظة سرنا غصن ثنى حينما وعدي ويا حيرتي وعدي ويا حيرتي من لي رحيم شكوتي في الحب من لوعتي إلا مالك الجمال أمان 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 حبي جمال فتنا أمان 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 Highness Prince Ghazi bin Mohammed, valued representatives of the city of Bonn and contributing universities, dear guests, ladies and gentlemen, as a dean of Bonn and the archpriest of this church, it's my great joy and honor to cordially welcome you all to the Bonner Münster, the Romanic basilic in the middle of our town. On this very special occasion, the first Annemarie Schimmel lecture. First and foremost, allow me to extend warm greetings to our esteemed guest, His Royal Highness Prince Ghazi from Jordania. Prince Ghazi, you are a renowned professor of philosophy of the Jordan University and currently one of the most prominent figures in the global Islamic-Christian dialogue. We take pride in hosting you here, and it's a great honor for the Catholic Church of our Archdiocese Cologne and for my home country, Germany. Heartily welcome in Bonn. Your Royal Highness, please accept my apologies for briefly switching now to German to introduce today's matter to the audience. Aber ich habe eben schon im Gespräch gehört, dass der Prinz von Jordanien auch Deutsch spricht, weil er diese Sprache studiert hat. Also es wird jetzt die Aufmerksamkeit nur steigern, damit ihm nichts entgeht. So darf ich Sie alle ganz besonders herzlich heute Abend willkommen heißen in unserer wunderschönen Münsterkirche. Sie alle und ganz besonders unter Ihnen die Rednerinnen und Rednern des heutigen Nachmittags. Unter Ihnen ganz besonders begrüße ich die Vertreterin unserer Stadt Bonn,
die Bürgermeisterin Melanie Grabowy die Worte des Grußes der Stadt an uns alle und an den Prinzen richten wird. Ich freue mich besonders, dass auch der Rektor der Exzellenzuniversität, der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, heute zugegen ist, Professor Dr. Dr. Michael Hoch. Auch Sie werden das Wort an uns richten. Herzlich willkommen heißen darf ich auch den Vizepräsidenten für Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn, Herrn Professor Dr. René Fahr. Und ganz besonders herzlich aus unserer Bonner Universität und Theologischen Fakultät Professor Klaus von Stoch, der uns als Veranstalter dieser besonderen und neuen Vorlesungsreihe auch den Ehrengast heute noch näher vorstellen wird. Und schließlich grüße ich ganz besonders herzlich Frau Dr. Designata Kirstin Schäfers als wissenschaftliche Mitarbeiterin des alttestamentlichen Seminars der Katholisch-Theologischen Fakultät unserer Universität. Wird sie am Ende dieses Nachmittages einen eigenen Impuls zum Thema der Liebe mit Blick auf das Alte Testament vortragen. Die heutige Veranstaltung bildet den Auftakt zur Annemarie Schimmel-Lecture-Reihe. Diese Vorlesungsreihe erweist eine tiefe Reverenz gegenüber einer bedeutenden Islamwissenschaftlerin des 20. Jahrhunderts, Frau Professor Annemarie Schimmel, die vielen Bonnern sehr vertraut und bekannt ist, und auch unser Ehrengast, der Prinz von Jordanien, ist ihr persönlich begegnet. Sie hat hier gelebt, sie ist hier ihren Studien nachgegangen und nicht weit von hier entfernt, in Poppelsdorf, hat sie die letzte Ruhestätte gefunden. Diese Reihe, die mit dem heutigen Festvortrag begonnen wird, ist ausgerichtet vom Internationalen Zentrum für Komparative Theologie und soziale Themen. Und sie soll perspektivisch in der Zukunft jedes Jahr hier in Bonn globale Player des interreligiösen Dialogs in unserer Stadt versammeln, damit das Miteinander der Religionen positive Impulse empfangen kann. Mit Prinz Ghazi bin Mohammed ist es gelungen, einen der gegenwärtig profiliertesten Akteure des islamisch-christlichen Gesprächs weltweit zu gewinnen und in unsere wunderschöne Stadt Bonn zu holen. Das erfüllt uns alle mit großer Freude und mit Stolz. Im Rahmen seiner Vorlesungsreihe wird seine königliche Hoheit an drei aufeinanderfolgenden Tagen, beginnen mit heute, sich sehr grundlegenden Fragen stellen. Was ist die Liebe? Oder, das wird die meisten von Ihnen besonders interessieren, wie funktioniert die Liebe? Und Sie mögen in den Spiegel schauen, was ist Schönheit? Die Themen seiner Vorlesung stehen im Zentrum des islamischen und des christlichen Glaubens. Was wären die Religionen ohne den Begriff der Liebe? Zugleich spiegeln die gewählten Themen des Prinzen gemeinsame Bestrebungen von Christentum und Muslimen wider, durch tiefes gegenseitiges Verständnis und durch Zusammenarbeit ein gutes Miteinander beider Religionen zu ermöglichen. Und schließlich beschreiben die Vorlesungsthemen einen Auftrag, der an beide Religionen ergeht. Denn wenn es Christentum und Islam gelänge, den Geist der Liebe in unsere Welt zu vermitteln, dann könnten Frieden und Einheit, Dinge, nach denen wir uns dringend sehnen, leichter erreicht werden können. Das Bonner Münster ist der Ort nun für die erste Annemarie Schimmel-Lecture, was uns hier als Stadtkirche mit großer Freude erfüllt. Dieses Bauwerk wurde im 12. Jahrhundert errichtet, einer Epoche, in der es auf europäischem Boden zum ersten Mal zu einem intensiven Austausch zwischen Christentum und Islam gekommen ist. Die Architektur dieses Sakralbaus
atmet die Atmosphäre dieser Epoche. Sie werden arabesk anmutende Elemente in unserer schönen Architektur des Münsters leicht wiederfinden. Bis heute ist unsere Basilika vielleicht der zentrale geistliche Ort unserer Stadt Bonn geblieben. Hier finden unzählige Menschen in die Verbindung mit Gott, sie finden ihn in die Verbindung aber auch mit ihren Mitmenschen. Und das Bonner Münster ist Ort des Dialoges der Kirche mit der Wissenschaft, mit der Kultur und der Zivilgesellschaft und eben auch ein Raum, in dem sich Religionen begegnen können sollen. Heute wird das in besonders intensiver Weise erlebbar, wenn wir die erste Schimmel-Lecture hören, die durch seine königliche Hoheit den Prinzen von Jordanien gehalten wird. Wie bei allem, was hier in dieser Basilika geschieht, verbinden wir das mit einer großen Hoffnung. Nämlich, dass das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, der Blick auf die Liebe, eine positive Wirkung auf unsere Gegenwart und auf unsere Zeit entfalten wird. Wir leben in Momenten, die von Kriegen und Konflikten intensiv gekennzeichnet sind. Und deshalb braucht es dringend Impulse über die Liebe. Ich danke Ihnen deshalb allen sehr herzlich für Ihr Kommen und das große Interesse und freue mich mit Ihnen gemeinsam nun auf eine Lehrstunde zur Liebe. Your Royal Highness, dear Prince Ghazi, before we will ask you to take the stage, please let me hand over to our major, Miss Grabovi, who shall address a few greeting words on behalf of the city of Bonn. Thank you. Your Royal Highness, it's a pleasure to welcome you in the heart of our wonderful city, Bonn, our Bonner Münster. We are very proud to be an international city and very happy to greet all our international guests. But we are more than happy to warmly welcome you in this late afternoon today. Exzellenz, Magnificenzen, meine Damen und Herren, ich überbringe heute sehr, sehr gerne die Grüße der Stadt Bonn in Persona Katja Dörner, unserer Oberbürgermeisterin, und berichte sehr gerne, wie begeistert wir sind über diese Kooperation der Universität Paderborn und des International Center for Comparative Theology and the Social Issues. Wir finden solche Kooperationen äußerst fruchtbar und der Themenbereich komparative Theologie, also vergleichende Religionswissenschaft, kann nur zu unser aller Gewinn arbeiten. Wenn wir uns umschauen in Politik und Gesellschaft, wie viele Konflikte und Missverständnisse entstehen dadurch, dass die Menschen die andere Religion nicht richtig verstehen oder nicht genügend wissen. Von daher verbinde ich mit der Arbeit dieser Plattform allergrößte Hoffnung und freue mich sehr, wenn die Inhalte auch in die Mitte der Gesellschaft getragen werden. Das Thema der Annemarie Schimmel Lecture, What's Love, was ist Liebe, ist natürlich im ersten Moment und wahrscheinlich auch in Folge aller drei Lectures das, was uns am brennendsten interessiert. Weil was ist es schöner als zu lieben? Was ist schöner, als sich mit offenem, warmen Herzen einander, aber auch der Gesellschaft, der Natur zuzuwenden? Nichts ist etwas ohne Liebe. Und wir alle tragen die Idee, den Samen von Liebe in uns durch eine mehr oder weniger religiöse Erziehung. Denn was prägt uns, was prägt unsere Kultur? Die Religion. Und da sind wir wieder bei der komparativen Theologie. Wir schauen, was bringen die einzelnen Religionen damit? Und ich bin mir ganz sicher, ein wesentliches Ergebnis wird sein, am Ende sind wir alle gleich, sind wir alle Menschen. Menschen mit einem offenen und mit einem bedürftigen Herzen. Deshalb bin ich heute so gerne hier. Ich freue mich, ich werde sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen zur Stadt Bonn. Ich danke Ihnen sehr.
Your Royal Highness, dear Mayor Grabowy, dear Monsignore Dr. Picken, dear colleague Professor Farr, I'd like to keep my introductory words short, but I have to thank you. I have to thank you for giving this lecture. In fact, it's the first lecture that has been introduced today already, but it is given by one of the most prominent and renowned colleagues that are fostering interreligious dialogue, and this is you, Your Royal Highness. So thank you for coming, and also thank you to Professor von Stosch, who has managed by secret ways to get you here, which I have to find out later on how this was managed. So thank you also to my colleague, Professor von Stosch, for doing this. And of course, I'd like to also thank Professor Farr. He's coming from not so far away, but still is quite a distance from Paderborn. And in fact, he's the head of a very similar center that has been founded by Professor von Stosch recently. In fact, they have been collaborators in Paderborn, and to be honest, we have recruited Professor von Stosch from Paderborn to Bonn recently, right? And one of his major aims was to found a new institute, and this institute or a center of comparative theology, but with a focus on social issues, whereas in Paderborn it's a focus on cultural studies. But it's a very similar, you know, endeavor, and thank you for allowing Professor von Stosch to come here, you know, maybe towards the colleagues from Paderborn. And I'm very happy that, you know, we can continue this great collaboration between the two sides. And I think we're much stronger together than if we would do this, you know, solely. So I'd also like to thank very much the city of Bonn for supporting also us and also Professor von Stosch, and particular, of course, Monsignore Dr. Picken. It's not just that we can have this first lecture in this fantastic church. It's in a way moving, it is contemporary. But at the same time, I'd like to thank you for your strong support of the University of Bonn, and in particular for the Catholic faculty. And many of the people who are here know what I'm talking about. So thank you for supporting us, in particular in the last couple of months and weeks. And I'm very pleased that we will have you maybe also at the university now as a lecturer. So we're looking forward to think about common themes. But again, thank you very much to you and your team that we can be here for this lecture. Yeah, I wish you a thoughtful lecture, and thank you again for being here. Thank you. Your Royal Highness, it is an honor and a pleasure to welcome you as the Vice President for Knowledge and Technology Transfer in the name of the Executive Board of the University of Paderborn. My colleague, Professor Hoch, already explained the reason why you are welcomed here in the city of Bonn by a representative of the University of another city. We see it as an ideal opportunity to inaugurate a project of institutionalized knowledge transfer between our two universities and the Centers of Comparative Theology in a joint venture to bring to public attention the research in the field and experiences in convivence that have a lot in common with your thought. I switch to German to explain a bit the background. Das Land Nordrhein-Westfalen möchte mit der Förderlinie Kooperationsplattformen bestehende, themenfokussierende, standortübergreifende Vernetzung von Universitäten in Nordrhein-Westfalen mit außeruniversitären Kooperationspartnern nachhaltig stärken und ausbauen. So der Text des Ministeriums. Der Informationsdienst der Wirtschaft berichtet über die Förderbekanntmachung.
Ein Ziel ist es, damit dauerhafte Transferinfrastrukturen zu schaffen, damit mehr Forschungsergebnisse in neue Produkte, Verfahren und Technologien einfließen. Nun wurde die Ausschreibung während der partizipativen Entwicklung der Transferstrategie der Universität Paderborn veröffentlicht. Und mit unserer neuen Strategie vertreten wir einen breiten Transferbegriff, der nicht nur viele Formate umfasst, und zwar weit mehr als Produkte, Verfahren und Technologien, sondern insbesondere auch den Transfer aus der Grundlagenforschung der Kultur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften umfasst. Und damit war doch klar, wen man in der Universität Paderborn zur Bewerbung ermuntern sollte. Denn, das wurde gerade erklärt, wir haben eine starke Grundlagenforschung in der komparativen Theologie und wir haben durch den Abfluss eines großen Kopfes der komparativen Theologie eine gute Verbindung an zwei universitären Standorte in Nordrhein-Westfalen in diesem Themenfeld. Mit dem Thema der komparativen Theologien wird in enger Kooperation des Zentrums für komparative Theologie und Kulturwissenschaften der Universität Paderborn und das International Center for Comparative Theology and Social Issues der Universität Bonn an einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema geforscht. Die komparative Theologie ist eine relativ junge wissenschaftliche Disziplin, die das Ziel verfolgt, Religionen dadurch von innen zu verändern, dass andere Religionen zur Inspiration für das tiefere Reflektieren der je eigenen Theologien werden. In dieser Weise werden die Theologien der verschiedenen Religionen in die Lage versetzt, gemeinsame Ansätze für Lösungen gesellschaftlicher Probleme zu entwickeln, Gewaltpotenziale in den Religionen abzubauen und ihre produktive Verflechtung untereinander zu stärken. Die an beiden Standorten, Paderborn und Bonn, vorangetriebene internationale Spitzenforschung kann jetzt in Kooperation mit dem House of One in Berlin auch endlich breiter in die Gesellschaft hineinwirken. Angesichts der vielen Krisen unserer Zeit lässt sich auf diese Weise zeigen, dass Religion nicht nur gesellschaftliche Probleme verursacht, wobei das schon hart ist, das so zu sagen. Also Religion war immer ein Hilfsstab bei gesellschaftlichen Problemen, aber eben oft wird sie jetzt so wahrgenommen, sondern eben auch Schlüssel zu ihrer Lösung sein kann. Aus zwei Gründen freue ich mich, dass der Auftakt dieses großen Kooperationsprojektes unserer beiden Universitäten heute hier stattfindet. Persönlich kehre ich als Alumnus der Universität Bonn, der ich hier bestens für meine akademische Karriere ausgebildet worden bin, vielleicht nicht so richtig für meine Hochschulmanagement-Karriere, und dafür sehr dankbar bin, gerne hierher zurück. Für ein Projekt, das den Transfer der Forschung zur komparativen Theologie in die Gesellschaft fördern soll, kann es mit der Annemarie Schimmel Lecture seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Razi bin Muhammad, der als Brückenbauer zwischen den Welten des Islam und des Christentums, der Politik und der Religion bereits so Bedeutendes geleistet hat, keinen besseren Auftakt geben. Ich freue mich auf die Lecture. Ja, ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Stadtdechant, für die herzliche Begrüßung und ebenso danke ich Ihnen dafür, dass diese erste Annemarie Schimmel-Lecture hier in diesem prominenten Ort stattfinden darf. Herzlicher Dank auch an Sie, Frau Bürgermeisterin Grabowy, und Sie, Magnifizenz, für Ihre Grußworte. Besonders freut mich auch Ihr Kommen aus Paderborn, lieber Herr Vizepräsident Professor Fahr, denn es unterstreicht diese Kooperation. Vielen Dank. Und ja, ich habe es vernommen, vielen Dank. Sie waren lauter als ich und ich habe Sie gut verstanden. Ich hoffe, jetzt bin ich auch zu verstehen. Also ich habe erst einmal denen gedankt, die die Grußworte gesprochen haben und möchte Ihnen jetzt unseren Redner kurz noch vorstellen. Es ist mir eine große Ehre, dass seine Königliche Hoheit Prinz Razi bin Muhammad hier zu uns gekommen ist. Er hat vergleichende Religionswissenschaft an der Princeton University studiert. Anschließend hat er zwei Doktorgrade erworben, einerseits im Westen am Trinity College der University of Cambridge und dann an der Al-Azhar Universität in Kairo,
dem wichtigsten Gelehrtenzentrum des sunnitischen Islam. In beiden Doktorarbeiten hat er sich mit dem Thema der Liebe befasst. Zunächst aus literaturwissenschaftlicher Perspektive, dann im Blick auf den Koran. Bereits dies zeigt, dass er ein Brückenbauer zwischen Kulturen und Wissenstraditionen ist und er so die zentrale Vision Annemarie Schimmels auch in seiner eigenen Arbeit folgt. Prinz Razi bin Mohammed ist Professor für Philosophie an der Jordan University und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ich nenne nur zwei, die für unser Thema heute wichtig sind. A Thinking Person's Guide to Islam und, kurz vor dem Erscheinen, A Thinking Person's Guide to Love. Zudem war er der Autor des offenen Briefes, ein gemeinsames Wort zwischen uns und euch, das muslimische Gelehrte im Nachgang der Regensburger Rede Papst Benedikts veröffentlicht haben. Dieses Schreiben ist ein echter Meilenstein im christlich-islamischen Gespräch der vergangenen Jahrzehnte und zeigt den Einsatz für ein friedliches Miteinander der Religionen. Neben vielen offiziellen Aufgaben, die Prinz Razi erfüllt, ist er der Berater des jordanischen Königs in Fragen von Religion und Kultur. Nach jeder der drei diesjährigen Annemarie Schimmel Lectures wird ein eigener Impuls zum Thema der Vorlesung von Forschenden der Katholisch-Theologischen Fakultät vorgestellt. Heute wird das die Kollegin Dr. Kirsten Schäfers aus dem Alten Testament machen. Sie hat katholische Theologie, Geschichte und Politik in Bonn studiert, wurde in Bochum mit einer Dissertation zur Texten- und Literargeschichte von Numeri 25 promoviert und erhielt im letzten Jahr Angelanda Starting Grant für ein Projekt zur Textgeschichte des Numeri-Buchs. Mit ihrem aktuellen Habilitationsprojekt zum Thema Gottmenschliche Abhängigkeiten im Buch Hosea ist sie Investigator am Excellence Cluster am Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. Direkt im Anschluss an die Vorlesung seiner Königlichen Hoheit hören wir ihren Impuls zur Frage der Liebe im Alten Testament. Your Royal Highness, we are honored that you agreed to be the first speaker of this new lecture series, the Annemarie Schimmel Lectures, and even more that you were so kind to come all the way to Bonn. Now, we are very much looking forward to your talk. The floor is yours. نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
Amma ba'd. In the name of God, the compassionate, the merciful. Grüß Gott. And as we Muslims say, Assalamu alaikum. Please allow me to start by thanking City Dean Dr. Wolfgang Picking, Mayor Melanie Grabowy, Professor Dr. Michael Hoch, the Rector of the University of Bonn, Professor Dr. René Farr, Vice President for Knowledge and Technology at Transfer at the University of Paderborn, for the kind welcome, and of course, Professor Dr. von Storch and the University of Bonn for this invitation and this great honor. I am reminded that the Prophet Muhammad, peace be upon him, invited a visiting delegation of Christians from Najran in the Yemen to pray in his own mosque. So I take this reverse gesture towards a Muslim, as it were, as the highest form of honor, and I am humbled by it. Also, let me thank all of you for coming. It's an act of humility and generosity and goodwill for all of you to come and listen to a Muslim speaker from a faraway land in your own cathedral in English. I appreciate that deeply and I'm moved by it. But God foretold this in the Quran with his words, I quote, and you will surely find the nearest of them in affection to those who believe, those who say we are Christians. That is because among them are priests and monks, and because they are not arrogant. Indeed, we as Muslims and Christians are not so far apart as some people would like to make us, or indeed as we ourselves often imagine ourselves to be. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said that he who testifies that there is no God but God, the one God, alone, with no partner, and that Muhammad is his slave and messenger, and that Jesus is his slave and messenger, and his word, and which he cast to Mary, and a spirit from him, and that paradise is real, and hellfire is real, God will admit him or her to paradise regardless of their actions. This is in Sahih Bukhari, which is the most authentic collection of sayings of the Prophet in Islam. I want to also say that I'm particularly honored to be giving the first Anne-Marie Schimmel lectures. This is because her book, Mystical Dimensions of Islam, had a profound effect on me personally when I first read it in 1989. I am, of course, a born Muslim, and I used to hear things about righteous and saintly mystics in Islam, but I never really thought too much about them. What struck me about that book was a passing comment she tucked somewhere away in it, where she said about these Muslim sort of saints and mystics that she saw no reason to doubt the truth and the authenticity of their miracles, because they were very well attested and very well witnessed. For a Christian, a professor at Harvard no less, and if I may say so, a German, to say this struck me as the height of disinterested objectivity. It forced me to reappraise my attitude towards mysticism itself. Then some years later, I met her in person, of all places, in Jordan, at a dinner at my uncle, His Royal Highness Prince Hassan's house, and she struck me again in a different way by her unassuming silence. But the effect was the same. I saw it kind of in a piece. The effect on me was the same as the book, because I concluded that this frail,
little old woman knows something. And indeed she did. And that thing that she knew, I now believe, was love. This brings me nicely to the subject of my title of my talk here today. What is love? Now, human love is a universal phenomena because human beings, by definition, are largely the same everywhere, notwithstanding slight variations within the human characters and types. So love as such, is the same whether you're a Jew, a Christian, a Muslim, or an atheist, though of course there are different kinds of love. Because human love is something necessarily within the human soul, and evidently all human beings have souls. However, before I answer my own question, what is love, from a philosophical point of view, as a phenomenon, I would like to first say why this is important in the first place, and what the difficulties surrounding it are. And then I would like to say a little bit about love in the Quran and in Islam specifically. I think that probably that's what most of you are here to hear from me about today. Now, why is it important to study love? Of course, studying love is of the greatest importance because love is the basis of faith and action. This is seen precisely in the two greatest commandments, loving God and loving the neighbor as thyself, in Mark 12, 28-31, and Matthew 22, 34-40. Indeed, Jesus himself, peace be upon him, said, there is no other commandment greater than these. And also, on these hang all the law and all the prophets. This categorical imperative to love is also found in Islam, where the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, none of you believes until you love for your neighbor what you love for yourself. This is also in Bukhari. Moreover, love itself is a sublime virtue, if not the most sublime virtue, the queen of the virtues. For as St. Paul says, and now faith, hope, and love abide. These three, and the greatest of these is love. Indeed, in His Holiness Pope John Paul II's Compendium of the Social Doctrine, he says, love must be present and permeate every social relationship. Paragraph 581, Dean, I think that's correct. Moreover, in the Quran, love is the very fruit of virtue. God says in the Quran, truly those who believe and perform righteous deeds, for them, the compassionate one, that is God, will appoint love. This is in the chapter of Miriam, the 19th chapter. Finally, love is all important because it is what sustains existence, preserves and procreates life, gives life its meaning and its purpose, makes people good, alleviates suffering and pain, makes death itself bearable, and allows us to be one with beauty, with others, and with truth itself. Why is it important that Christians and Muslims study love together? The answer to this is that throughout history, there have not been any fruitful exchanges between faithful Christians and Muslims as such, whether in person or in intellectual traditions across time, except on the margins of their religions. That is to say, that although Muslim and Christian scholars and theologians have at times politely and pleasantly witnessed their faiths to each other, albeit that usually the exchanges are not particularly polite or pleasant, these exchanges have not led to any particular spiritual or intellectual growth, except when they have been focused on, one, Neoplatonism. I'm speaking historically speaking. Neoplatonism, two, Neo-Aristotelianism, Scholasticism, that is, three, Mysticism,
for astrology, alchemy, and the other sort of mystic cryptic sciences, and 5, natural philosophy, which of course I mean by that, empirical science. The reason for this is clear enough. Religions will not budge from their core beliefs, especially not under external pressure, so that they can only give and take productively on topics at the periphery of their beliefs, as it were. Moreover, and let's admit this together, Muslims and Christians generally secretly believe that the other is going to hell for their beliefs, and they want to save them in the next life by trying to convert them in this life. Yet Muslims and Christians comprise a quarter and a third of the world's population, respectively. Together, over 55% of the world, and Islam is growing faster than Christianity. So it is critical for future world peace in this life that Muslims and Christians do have a fruitful dialogue that is central to their religion. That's why in October 2007, a year and a month after His Holiness the late Pope Benedict XVI's Regensburg address, a group of 138 Muslims scholars wrote the now famous, or sent the now famous, A Common Word open letter, suggesting not the Ten Commandments, as the Pope had originally wanted, but the 2 greatest commandments of love as the basis of Muslim-Christian dialogue in the future. Now, as can be seen on www.acommonword.com, this dialogue was very fruitful and led to initiatives like the Catholic Muslim Forum, the World Interfaith Harmony Week, and even the current collegial and congenial atmosphere between the Azhar and the Vatican. But the initiative never led to a consensus on a proper and universal definition of love. That's partly why, after the dialogue slowed down in 2019, I did another PhD at the Azhar University, this time in Cairo, on love in the Quran, which I have here in English. I believe and continue to believe that more specific focus on love in interfaith dialogue is needed, and that is the platform that both sides need to go forward together. Moreover, the very purpose of dialogue is not so much knowledge, but self-knowledge. God says in the Quran, O humankind, everyone, we have indeed created you from a male and a female and made you nations and tribes, that you may come to know one another. Truly, the noblest of you in the sight of God is the most God-fearing. Inna akramakum 'indallah atqakum. Truly, God is knower aware. And based on the verse, on the Quranic verse 7:172, Muslim scholars have agreed by consensus that it is true that whoever knows himself or herself knows their Lord. Moreover, the basis of Western philosophy, which is Plato and Socrates, if I may say that, is the inscription on the Athenian monument at Delphi, Nyothi Sauton, know thyself. So studying love is essential for self-knowledge and perhaps even for knowledge of God himself. But why is it important to study love now? It's particularly important in the current zeitgeist to study love because one of the main slogans of the zeitgeist is that love is love. What is meant, of course, by the slogan love is love is that eros is the same as agape and philia and storge. That's what it actually means in practice. Philia is friendship and storge is family love, which even Freud didn't say. And so eros may never be restricted by these other forms of love. Eros,
It further argues that it is Eros that makes people happy. And of course, this is a monstrous confusion, if not a conflation, between physical pleasure and happiness. Consequently, to this way of thinking, any restriction of Eros is a crime against human rights, or a sin, as Pope Francis recently suggested in southern Sudan. As if illicit free sex were the highest human vocation. Any mere questioning or disagreement with this, even though the second most important human right after the right to life is, at least in Islam, the right to mind. But any question of this becomes itself a crime that must be repressed and cancelled at any cost. So clearly, without a proper understanding of love and the types of love and of their objects and hierarchies, human beings will descend into mindless, unthinking, undisciplined, unethical, and purposeless animals. That is, of course, precisely what a number of pseudoscientific voices have been telling us that we are for a while now. I mentioned Freud and his school of thought, yet anyone who can remember their own early childhood, or anyone who has read, I say, Dante's La Vita Nuova, can attest that love occurs before lust, and therefore cannot be mere sublimated lust. More recently, we have voices like the noted anthropologist, Dr. Helen Fisher, telling us, and I'm quoting from what she says, "I have come to believe that romantic love is a universal human feeling produced by specific networks in the brain." But exactly which ones? The fire in the mind is caused by elevated levels of either dopamine or norepinephrine, or both, as well as decreased levels of serotonin. These chemicals form the backbone of obsessive, passionate, romantic love. Romantic love is linked with the natural stimulant, dopamine, and perhaps norepinephrine and serotonin. And feelings of male-female attachment are produced primarily by the hormones oxytocin and vasopressin. This is in her book, Why We Love, The Nature and Chemistry of Romantic Love. Now, logically speaking and philosophically speaking, this argument is a basic and elementary false cause fallacy. It also it assumes a casual relationship between two things, and assumes that because they occur at the same time, that one is the cause of the other. That's also a circular reasoning. It's also circular reasoning because it assumes that the soul, there is no soul. The so-called soul is entirely physical, and then suggests, of course, that chemicals are responsible for everything in the brain. And of course, that's a circular reasoning. You start with your conclusion embedded in your premise. Of course, it's not sound reasoning. Then we have biologists like Richard Dawkins saying in his influential book, The Selfish Gene, 1976, that there's no such thing as altruism. There's no such thing as altruism in nature, and so implying that love is merely an evolutionary mechanism to pass on the selfish gene. Logically speaking, this is just a comparison fallacy. What is true for one thing, in this case animals, if it is true, and recent theories on animal behavior say it isn't, is necessarily true for similar things, i.e. human beings. In short, the idea of love itself is under assault for political, ideological, economic, and academic reasons, and we have to rescue it. Language and definitions. It must nevertheless be admitted that there are further problems besetting the study of love, and that these are inherent to the nature of love, language, and definitions themselves. These are basically three problems. The first is that people have lost the habit of defining their terms, and in many cases do not even know what a definition is. Now, there are two kinds of definitions: linguistic, nominal definitions, and philosophical definitions.
Linguistic definitions are fairly simple. They derive from etymology and common usage and can be found in most good dictionaries. In fact, this was something that Muslims first invented. The first dictionary was Kitab al-Ayn, invented by Ahmed al-Khalil al-Farahidi in the 8th century. Philosophical definitions, which are what is needed here, are derived from a thing's irreducible quality. Plato says, first, you must know the truth about the subject you speak or write about. That is, you must be able to isolate it in definition. And having so defined it, you must next understand how to divide it into different kinds until you reach the limit of division. This is in the Phaedrus, of course. Limit of division is the essential quality. The second problem is that people usually don't know what love is, because one of the effects of love itself is to take away the lover's mind, as it were, or to reduce the lover's intelligence and interest in anything other that isn't the beloved. Love goggles. Yeah, this is both a symptom and effect of love, and I'll talk about this more tomorrow, inshallah, God willing. Some people also worry that studying love will weaken the experience of love for them. But in fact, the opposite is the case, because studying love helps you love better, and because love itself is beautiful and therefore attracts beauty, attracts love. Beautiful things attract love. I'll talk about that in a second. The third problem is that words themselves do not convey the intensity of subjective experiences, whereas they do trigger mental images for objective phenomena. That is in the very nature of language and of consciousness. So, for example, if you say, hand me a chair, please, everyone immediately understands that and can imagine what it is like to sit on that chair. On the other hand, unless you have already experienced things like pain, hatred, extreme heat, extreme cold, or even colors, the words for them cannot convey much about their subjective reality. The situation is even more critical with love, because love is part of our essential nature, whereas these other things aren't, these other subjective experiences aren't. Love is part of the soul, the heart, and the spirit. Thus, it is even more difficult for language to define love in a satisfying way. Nevertheless, it is possible, within the constraints of language and of logic, to give love an accurate definition, as we shall soon see, dear Valenti. Love in the Quran. This brings us nicely to the subject of love in the Quran and hence in Islam. In the Quran, love is not merely one of God's acts or actions, but one of God's own divine names and qualities. The divine name, the loving, Al-Wadud, occurs twice in the Quran, in Surah Hud, in the chapter of Hud, in the chapter of Buruj, and I quote, and ask forgiveness of your Lord and repent to him, truly my Lord is merciful, loving. And another verse, and he is the forgiving, the loving. There are many other divine names in the Quran which denote God's loving qualities and imply love by Arabic linguistic definition, such as the gentle, al-latif, the kind, al-ra'uf, the generous, al-kareem, the forbearing, al-halim, the absolutely reliable, al-wakil, the friend, al-wali, the good, al-bar, the forgiving, al-ghafur, the forgiver, al-ghafar, the granter and acceptor of repentance, al-tawab, the pardoner, al-afu, and the lord and cherisher, al-rabb. This is true a fortiori for the two perhaps most common divine names in the Quran, after Allah and al-Rabb, al-Rahman and al-Rahim,
the compassionate and the merciful. Because the stem of these two divine names is the triletter root, Rahama, R-Ra-Ha-Ma, which means womb, and thus implies maternal mercy and love together. Thus, God's loving is inseparable from his mercy, and indeed love usually comes with mercy, and mercy usually comes with love, although the two don't mean exactly the same thing. This also means that God's love is twice implied, along with the double mention of divine mercy, at the beginning of the Quran and at the beginning of every single one of its 114 chapters, except one, but that missing, what we call missing basmala, occurs somewhere else in the Quran. Moreover, since God says in the Quran, he has prescribed from himself, كَتَبَ عَلَى نَفْسِي, mercy, this means that divine mercy, and with it divine love, is not just a divine quality, but of the divine essence itself. Kataba, he wrote on his self, on his essence, Rahma. According to the Quran, God, as Al-Rahman, the compassionate, created the world and human beings out of his mercy. God says, the compassionate one has taught the Quran, he has created mankind, teaching him in coherent speech. This means that God created the world and human beings out of love as well. Indeed, God loves all beings and all things apart from evildoers when they are doing evil, before and more than they could possibly love him. Furthermore, God created human beings for his mercy. God says, as I'm quoting, except on those whom your Lord has mercy, and for that did he create them. This is Surah Hud, the chapter of Hud. This means that God created the world and human beings for love as well. In summary, God created the world and human beings out of his love and for his love. From all this, it follows that God's love is first of all the free gift of existence and countless other favors, including beauty of various kinds, to every created thing, and second, the gift of himself to people. So Moses says to Pharaoh in the Quran, our Lord is he who gave everything its particular creation and then guided it. In other words, we are so poor that God has to give to ourselves, he has to give us to ourselves before he can give him to us, himself to us, as it were, through guidance. And that is the nature of the free and pre-eternal gift of divine love. He created us to give us his love, the double gift. Human love, on the other hand, can be defined simply as an inclination towards beauty or goodness, which is inner beauty, after finding it pleasing. I mean, it's difficult to translate this exactly from Arabic, but or being pleased by it, ijab in Arabic. This definition can be constructed syllogistically from two Quranic verses in which describe the beginning and the end of the growth of love, respectively, where God says, referring to conjugal love, do not incline altogether away, and in other words, even though their beauty pleases you. Because the author is omniscient and because his word is truth, putting the two phrases together perfectly describes the beginning and the end of love together. So we deduce the formulation, love is an inclination towards beauty or goodness after being pleased by it or after finding it pleasing. Now, myself, I do not like the formulation of human love being a gift. You know, some Christians talk about human love being a gift. I don't like this
because for some people, and the young people here will know this, it's quite unwelcome. Some people who fall in love with us, to the other person, it's unwelcome. So how can that be a gift? And also, more importantly, falling in love in general is generally involuntary. So it's not a gift, because a gift implies a free decision of the will. Now, the definition of love that I arrived at is pretty much the same as Muslim scholars have arrived at throughout Islamic history. I'm going to quote Abu Hamid al-Ghazali, the great Muslim theologian, jurist, logician, and mystic. And he writes, love is an expression or an inclination towards what is pleasurable. All beauty and goodness are loved. This definition seems to fit quite well with traditional Christian thought, if I may say that. St. Thomas Aquinas, arguably the greatest of all medieval Christian scholars, writes with great clarity, and I'm quoting, "The emotion of love is an affective emotion relating directly to goodness, rather than an aggressive one reacting to a challenge. Whatever we desire acts on us in this way, first arousing an emotional attachment to itself, making itself agreeable," I've used the word pleasing, but he uses the word agreeable, "then drawing us to seek it. The first change the object produces in our appetite is a feeling of its agreeableness. We call this love. Then desire moves us to seek the object, and pleasure comes to rest in it. Love unites us by making what is loved agreeable to the lover as if it were part of himself." So when you have Muslims and Christians agreeing on a philosophical issue, especially one of this magnitude, then I think the whole world should stand up and take notice. But it's not merely Muslims and Christians who agree about this. Plotinus, the mystic Plotinus, sometimes called the father of Neoplatonism, writes in his admittedly very difficult style, "Now everyone," here I'm quoting, this is the Aeneids, "now everyone recognizes that the emotional state for which we make this love responsible rises in souls aspiring to be knit in the closest union with some beautiful object." And Plato himself, in the Symposium of Love, provides an apodictic, logical proof for this definition, as follows. So this is a conversation that I'm just going to quote. "Come then," said Socrates, "let us review the points on which we agreed. Aren't they first that love is the love of something?" "Yes," he said. "Now remember what you said in your speech about what it is that love loves. If you like, I'll remind you. I think you said something like this, 'For there is no love of ugly ones.' Didn't you say that?" "Yes, I did," says Agathon. "And that's a suitable thing to say, my friend," says Socrates. "But if this is so, wouldn't love then have to be the desire for beauty and never ugliness?" He agreed. Agathon agreed. In other words, Socrates gives a simple syllogism that runs as follows. Love is always love of something. That's not one. Two, love is never the love of what is not beautiful. Three, love, therefore, is the desire for the beautiful, or the love for the beautiful. So the definition of love that I've given has many uses, not just in faith dialogue, but also potentially in matters of legal matters, in matters of family, marriage, divorce, and in other legal matters. Now, to Christians, I can say it's very unexciting, because you're all used to these sublime passages like, St. Paul in Corinthians, love is patient, love is kind. You're used to that. But those are descriptions. They're very useful, they're very beautiful, but they're descriptions. They do not define. And the definition, on the other hand, immediately tells you what love is. And for example, if you take the two commandments, the two greatest commandments, there's a slightly different in Mark. It says, "You will love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind." And Mark has the extra passage of the strength.
you immediately see that Matthew doesn't have the strength passage. And I'll talk about why perhaps tomorrow. You immediately see how the definition works. Jesus is saying, true love is love with all of you. All right, that's the inclination towards the good, the beautiful, after being finding it pleasing. So Jesus is saying, of course, you've got to love entirely, and immediately fits with the two commandments. On the other hand, when we're told love is love, and by that it's meant eros is love, you immediately see that that's wrong. Love is not love, because that's just an inclination of part, the body to the body. That's just lust. So that cannot be true love, and it's only a partial form of love. So the definition is extremely useful. But, of course, it throws up many questions. Notably, how does love work, and what is beauty? So the definition helps us, but isn't enough in itself. What one must also know is that there are different kinds of love. We mentioned four already, but it suffices to note that I point out in this book, my thesis, that there are 40 different kinds of love in Arabic mentioned in the Quran. Only in the Quran, 40 different kinds of love alone. There are obviously different degrees of intensity of love. The first degree, of course, is usually mere liking or affection, and then the final degrees are usually full-blown adoration and even adulation. There are also at least 100 stages of love, and I'll talk about the different stages tomorrow, inshallah. For now, however, it's critical to note that not all love and not all beauty are good. I'm going to say that again because it's extremely important. Not all love is good. Not all beauty is good. And therefore really worthy of love. The goodness and the nobility of love depends on the goodness and the nobility of the object loved. That's why, and Jesus himself recognizes this hierarchy of love in his words, and I'm quoting, of course, from John 15:13, greater love has no man than this, than a man lay down his life for that of his friends. Greatest love means, of course, there's lesser love. So it means there's a hierarchy of love. So Jesus is saying this. There's also a descending hierarchy in love. There are things that one loves but should not love. This is clear with harmful things and with self-harmful things, such as passions. One can love violence against others or against animals, and people do. Clearly, these are not good kinds of love in themselves. One can love drugs or getting drunk, but these cause harm to oneself and to others, and therefore they deny a higher love. So they can't be good either. One can love fame, prestige, money, power, but these are grubby, ego-based forms of love. God says in the Quran, and I quote, yet it may be that you hate a thing, which is good for you, and it may be that you love a thing, which is bad for you. God knows and you don't know. So not all love is the same, contrary to what we're told. And not all so-called love is really love. That is to say, not all love is good or true. Indeed, the very purpose of an education, of a right education, as Aristotle says in the Nicomachean Ethics, is to make someone love what they ought to love and dislike what they ought to dislike. Now, this is precisely why further study of love is important. I hope that together we can further explore love and explore what we ought to love and ought not to love. I hope this will lead to more goodwill. More than that, I hope that we can love each other in the way we should. John's first epistle says, beloved, let us love one another, for love is of God. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that God Almighty says, those who love each other in my glory, that is in God's glory, will be on pulpits of light
admired by the prophets and the martyrs. And God says that the people of paradise will say, and their closing prayer will be, "Praise be to God, Lord of the worlds, and Alhamdulillahi Rabbil Alameen." Thank you. Your Highness, thank you for your intriguing lecture and for sharing your insights with us. Dear Stadtdechant, Monsignore Dr. Picken, dear Mayor Melanie Grabowy, Magnificenz, dear Vizepräsident Professor Dr. Fahr, und sehr geehrter Professor Dr. van Stosch, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, I feel honored to talk to you about love in the Old Testament, or the Hebrew Bible. For the convenience of the audience, I was asked to deliver my talk in German. Thus, I will soon switch to German, and a little ancient Hebrew, if I may. The theme of switching languages is not only a matter of pragmatics here. Switching languages involves crossing cultural and historical boundaries and spaces, and this theme will keep coming up again in this talk. So, what is love in the Old Testament? Kennen Sie den Liebeslied-Generator? Hat jemand schon mal etwas davon gehört? Der deutsche Musikkabarettist Bodo Wartke hat ihn für sein in den 2000ern sehr erfolgreiches Stück Liebeslied erfunden. Das Lied hat nur eine Strophe. Sie lautet folgendermaßen: Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen, ich liebe dich. Diese Strophe enthält nicht nur die drei schönsten Worte der Welt, sondern auch die Vorstellung, dass Liebe sprachenübergreifend ausgedrückt werden kann. Das klingt zunächst nicht besonders aufregend und kaum nach ergreifender Liebeslyrik, oder? Die Erfolgsformel des Stücks ist jedoch so einfach wie überzeugend. Bodo Wartke hat diese Strophe in knapp 80 Sprachen im Repertoire, darunter Klingonisch und Kölsch, und singt diese auf Zuruf aus dem Publikum. Die Leute lieben es. Auf seiner Homepage kann man sich sein persönliches Liebeslied aus den gewünschten Sprachen in einer Art Bausatzprinzip zusammenbasteln, herunterladen und an die geliebte Person verschicken. Probieren Sie es mal aus, ich kann es sehr empfehlen. Der Erfolg des Liebeslieds von Bodo Wartke beruht ganz offensichtlich auf der Vorstellung, dass die Liebe
in alle Sprachen transformiert und in allen Sprachen ausgedrückt werden kann. Ist sie in allen Sprachen, zu allen Zeiten und an allen Orten gleich? Ist, wenn jemand Liebe sagt, immer das Gleiche gemeint? Für unsere Frage, what is love in the Hebrew Bible, in the Old Testament, ist das nicht unerheblich. Auch die hebräische Bibel kennt die Begriffe Liebe und Lieben. Die Wurzel Ahav, Lieben, mit ihren Ableitungen kommt ca. 250 Mal darin vor. Das ist schon mal ermutigend. Doch ist Liebe hier immer gleich Liebe? Und verstehen wir heute die alttestamentliche Rede von der Liebe textgemäß, wenn wir unsere heutigen Assoziationen unmittelbar mit ihr verbinden? Können alttestamentliche Texte heute überhaupt relevant für unsere Frage, what is love, sein? Sie ahnen es schon, die Antwort ist komplex und die Studis wird es schon erst recht nicht wundern. Lassen Sie mich zwei kurze hermeneutische Disclaimer vorwegschicken. Das erste, Alte Testament, ist erster Teil der einen zweiteiligen christlichen Bibel. Als Tanach ist die hebräische Bibel heilige Schrift des Judentums, unserer älteren Schwestern und Brüder, mit denen Gott, der Herr, zuerst einen Bund geschlossen und nie aufgekündigt hat. Der Koran kennt Christen wie Juden als die Leute der Schrift. Als Gotteswort im Menschenwort enthält das Alte Testament Texte, die über mehrere Jahrhunderte von unterschiedlichen Autorengruppen an unterschiedlichen Orten geschrieben wurden und die je durch ihre eigene historische Umwelt geprägt sind. Als solche lassen sie sich nicht unmittelbar, unreflektiert und eins zu eins als Antworten auf unsere heutigen Fragen lesen. Mit der Frage nach der Liebe stehen wir im AT vor den gleichen Herausforderungen wie in jeder historischen Emotionsforschung. Inwieweit sind Gefühle und Emotionen historisch und kulturell determiniert? Wie lassen sie sich überhaupt aus sprachlichen Zeugnissen adäquat erheben? Inwieweit sind von Individuen erlebte Emotionen durch kulturelle Rollen und Skripte determiniert? Inwieweit ist das Erleben bestimmter Emotionen als ein reflektiertes Verhalten zum eigenen Gefühl durch diese Rollen und Skripte sogar vielleicht vorgegeben? Gleichzeitig sind alttestamentliche Texte aber nicht nur als historische Quellen relevant. Im Rahmen dessen, was ich mit einer befreundeten Theologin Barbara Schlenke gerne die Traditionsgemeinschaft der Lesenden und der Toten nenne, in die sich Christen eingeschrieben wissen, hatten und haben diese Texte diskursformendes Potenzial und haben so ein Aussagemöglichkeitspotenzial, das durch den christlich gebotenen Schriftbezug über eine rein historische Relevanz hinausgeht. In diesem Spannungsfeld bewegen sich auch die folgenden Ausführungen, mit denen ich zwei Stellen, an denen das Alte Testament von der Liebe redet, herausgreifen möchte. Wenn wir in der hebräischen Bibel und dem christlichen Alten Testament nach einer Antwort auf die Frage "What is love?" suchen, finden wir keinen philosophisch-theologischen Traktat, der die Frage geordnet abarbeiten würde, Definitionen herstellen würde und dann vielleicht einer thetischen Beschreibung zuführte. Eine direkte Antwort auf die Frage "What is love?" scheint am ehesten das Hohelied zu geben. Eine Sammlung von Liebesliedern, die wahrscheinlich um 300 vor Christus abgeschlossen wurde. Hier heißt es in Kapitel 8, Vers 6 bis 7a, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe und hart wie die Scheol, das Totenreich, ist die Leidenschaft,
ihre Glut ist feurig, eine Flamme Jahres. Gewaltige Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme nicht ertränken. Hier wird also mit Hilfe von Vergleichen gearbeitet. Stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie die Scheol ist die Leidenschaft. Und mit dem Bild der Feuerflamme, die nicht verlöschen kann, also eine gewisse Unverfügbarkeit wird da vielleicht eingeführt, gearbeitet. Und gleichzeitig eben das Bild der gewaltigen Wasser, die nicht auslöschen können. Auch hier wieder die große Stärke der Liebe und gleichzeitig ihre Unverfügbarkeit. Das Hohelied besteht aus Liebesliedern, in denen sowohl die Geliebte als auch der Geliebte im wechselnden Kapiteln zu Wort kommen und ihre Liebe besingen. Das ist nicht nur als Gattung im Alten Testament bemerkenswert. Es lässt sich auch als Aufnahme und Bestätigung der Vorstellung von der Harmonie zwischen dem Ish, dem Mann, und seiner Isha lesen, die in Genesis 2, 23 bis 25 grundgelegt ist. Da sprach der Mensch, und das ist so etwas wie ein Jubelruf, was er da spricht: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seiner Frau an, und sie werden ein Fleisch. Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt, und sie schämten sich nicht voreinander. Hier ist nicht, wie man denken könnte, zuallererst eine Ehekonzeption angesprochen, im Sinne, der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter, um dann bei der Frau zu wohnen. Quod non, im alten Orient war es ganz umgekehrt. Die Ehen wurden patrilokal geschlossen. Die Frau verlässt ihren Vater und ihre Mutter und wohnt beim Mann. Was hier angesprochen ist, ist, dass das Verhältnis zwischen dem Ish und seiner Isha stärker ist als jede andere Bindung, und es drückt gleichzeitig auch sich das Begehren und die Freude aneinander, die in einer gewissen unschuldigen Atmosphäre dort stattfindet, aus. Diese utopische Schöpfungsordnung wird schon in Genesis 3,16 zerbrochen und gestört werden, wenn wir dort in dem Wort an die Frau lesen: Nach deinem Mann wirst du verlangen und er wird über dich herrschen. Da haben wir also eine erste Störung, die in dieses Bild der beiden einander zugewandten Menschen eingetragen wird. Und genau dieser Störung erscheint aufgehoben, zurückgenommen im Hohenlied, wo sich der Geliebte und die Geliebte gegenüberstehen, sich gegenseitig besingen und wieder außerhalb dieser gestörten Ordnung sich bewegen können. Es ist also eine große Interpretation, Rezeption und gleichzeitig eine Wiederherstellungsleistung, die das Hohelied dort vornimmt. Stark wie der Tod ist die Liebe. So berühmt und so schön diese Stelle ist, für das Alte Testament ist sie singulär und relativ untypisch. Nur hier wird in Vergleichen und Parallelismen versucht zu umreißen, was oder besser wie die Liebe ist. Und nur hier wird das Bild der nicht verlöschenden Feuerflamme für die Liebe verwendet. Für uns ist die Flammen- und Feuermetaphorik im Kontext von Liebe recht geläufig, denke ich. Im AT kommt sie nur hier in einem verhältnismäßig späten und vielleicht sogar schon hellenistisch geprägten Text vor. Alttestamentler sagen immer gerne so spät, und das heißt dann irgendwas zwischen 500 und 200 vor Christus, aber hier eben kurz vor hellenistisch oder gerade hellenistisch im dritten Jahrhundert. Hier haben wir also schon erste Hinweise darauf, dass so selbstverständlich und nah uns bestimmte Texte erscheinen mögen, die Konzeption von Liebe im AT etwas anders funktionieren könnte, als unsere eingeübten Vorstellungen das suggerieren, und dass sich diese Unterschiede auch in den verwendeten sprachlichen Bildern niederschlägt.
Dabei ist durchaus festzuhalten, dem Alten Testament ist nichts Menschliches fremd, auch nicht in Fragen der Liebe. Es kennt die eheliche Liebe, die erotische Liebe, die blinde Leidenschaft, kommt oft auch nichts Gutes raus, die freundschaftliche Liebe und viele weitere menschliche Ausprägungen. Gleichzeitig redet das AT vom Lieben Gottes, darüber, dass und wie Gott liebt. Genauso wie es die menschliche Nächsten-, Fremden- und Gottesliebe als Kern eines gelungenen Gottesverhältnisses einfordert und damit das Fundament der neutestamentlichen Rede von der Nächsten- und Gottesliebe gelegt hat. Schon dieser kurze Überblick macht deutlich, auch im AT ist Lieben nicht gleich Lieben. Heute Abend ist es selbstverständlich nicht möglich, alle Aspekte und Abstufungen von Liebe vorzustellen. Ich meine aber, dass es möglich ist, eine bestimmte Grundstruktur aufzuzeigen, die alle diese Ausformungen in gewissermaßen umgreift und sowohl die menschliche Liebe untereinander als auch die Liebe zu Gott gleichermaßen betrifft. Das lässt sich anhand der Gottesliebe im Schema Israel in Deuteronomium 6,5 besonders gut aufzeigen. Schema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol me'odecha. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und das finden wir ähnlich in anderen Formulierungen in Deuteronomium 11, 13 und ähnlichen Stellen. Alttestamentlicher Liebe, das kann man hier sehen, liegt ein anthropologisches Konzept, eine Idee vom Menschen und dem Funktionieren seiner Emotionen zugrunde, die von unserer heutigen in manchen Details differiert. Wenn die Einheitsübersetzung "Du sollst mit ganzem Herzen lieben" übersetzt, dann korrigiert sie die ältere Übersetzung "von ganzem Herzen lieben" und setzt damit jüngere Erkenntnisse der Forschung um. In der alttestamentlichen Anthropologie ist das Herz, was bei uns ja so das Liebesorgan schlechthin ist, nicht primär Sitz der Gefühle, sondern Kognitionsorgan. Genauso ist der hebräische Begriff Nefesh, den wir da in Deuteronomium 6,5 haben, mit Seele nur unzureichend und vielleicht sogar falsch wiedergegeben. Die Nefesh ist Sitz der Lebenskraft, des Personseins. Die Liebe zu Gott soll in Deuteronomium 6,5 also drei Dimensionen des Menschseins umgreifen, wenn wir dort lesen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Diese drei Dimensionen können wir mit Katrin Müller als Rationalität, Bedürftigkeit und Lebendigkeit und körperliche Kraft beschreiben. Dieses kleine Beispiel zeigt also schon, wir sollten gewarnt sein, vorschnell unsere eigenen Körper- und Emotionskonzeptionen in die Texte hineinzulesen. So kennen wir etwa die Vorstellung, von Liebe erfüllt zu sein, von Liebe überzuströmen. Das setzt eine gewisse Behältervorstellung voraus. Die Gefühle sind im Menschen drin und kommen irgendwie raus. Die lässt sich für die meisten Emotionen im Alten Testament nicht nachweisen. So auch im Fall der Liebe. Selbst an der eingangs genannten Stelle aus dem Hohenlied findet sich kein Hinweis für eine solche Vorstellung. Stattdessen liegt Emotionen und so auch der Liebe immer auch etwas tendenziell von außen kommendes zugrunde. Eine gewisse Kausalitätsvorstellung. Ich liebe, weil. Du sollst lieben, weil. Dies scheint uns kulturell vielleicht etwas fern. Die Idee einer bedingungslosen Liebe scheint uns vielleicht näher. Ich weiß es nicht. Das führt zu einem zweiten Aspekt der Grundstruktur von Liebe im AT, der mir bedenkenswert erscheint. Liebe ist im Alten Testament etwas, das man tut.
Sie ist nicht nur begründet, Kausalitätsvorstellung, sondern sie ist auch mit Handlungsbedarf und Handlungsaufforderung verbunden. Für das Gebot der Gottesliebe bedeutet das, sie konkretisiert sich in der Nächsten- und Fremdenliebe, die wiederum in einem bestimmten Verhalten greifbar wird. Die Aufforderung zum Lieben, die wir im Alten Testament sehr häufig finden, ist immer schon und zuvorderst Handlungsaufforderung. Neben einer emotionalen Seite, die in den Texten auch immer wieder beleuchtet wird und hervorbricht, ist also die pragmatische Seite sehr stark betont. Klaus Neumann schreibt dazu, Liebe hat sowohl eine emotionale wie eine Tatkomponente und deckt dabei ein breites Spektrum von Loyalität, Solidarität bis hin zu erotischer Leidenschaft ab. Neben diesen Unverfügbarkeitsvorstellungen, wie wir es in Hohelied 8 gesehen haben, wie es auch zum Teil in Sprüche 9 zum Beispiel ausgedrückt wird, haben wir also diese pragmatische Seite, wo Liebe mit bestimmten Handlungsverpflichtungen einhergeht, die sich je nach hierarchischem Verhältnis in unbedingter Treue, Gehorsam, Loyalität oder aber Fürsorge, Schutz und Ähnlichem konkretisieren. Diese Handlungsverpflichtungen und Erwartungen sind im Alten Testament in Rechtsverhältnisse, in asymmetrische soziale Abhängigkeiten, soziale Rollen und Skripte eingeschrieben. Diese sind in der altorientalischen Umwelt des AT ebenfalls nachweisbar. Der Vasall soll den Großkönig, den Großmachtkönig lieben, der Gott liebt den König. Eine Besonderheit des AT ist, dass die Liebe für den König im AT nicht belegt ist, wie so eine Art direktere Verbindung zwischen der Liebe Gottes zu und durch sein Volk haben. Auch für das Lieben Gottes ist immer ein bestimmtes Verb vorhanden. Es wird das gleiche Verb verwendet wie in Bezug auf den Menschen. Es gibt aber einen bestechenden Unterschied und mit dem möchte ich schließen. Auch hier sehen wir ein bestimmtes Kausalitätsprinzip und ein Tatprinzip, wenn man so möchte. Die Liebe Gottes wird als Handlungsgrund angeführt, in Deuteronomium 4 zum Beispiel. Weil er Israel liebt, hat er es aus Ägypten herausgeführt. Gottes Lieben selbst wird aber nicht begründet. Anders als das menschliche Lieben werden keine Gründe dafür angeführt, warum Gott liebt. Der kurze Durchgang hat hoffentlich deutlich werden lassen, dass die alttestamentlichen Konzeptionen von Liebe, so fremd und gleichzeitig selbstverständlich sie uns stellenweise scheinen mögen, eine Aufforderung darstellen können, die Liebe in allen ihren Ausprägungen als etwas zu begreifen, das man tut und damit als ethisch relevante Größe. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben durch die erste Annemarie Schimmel-Lecture und den Impuls jetzt aus alttestamentlicher Sicht Lust dazu bekommen, noch mehr über die Liebe nachzudenken. Und Sie sind jetzt gleich im Anschluss an die Veranstaltung eingeladen, hinten links durch die Tür gegenüber vom Eingang noch mit in den Kreuzgang zu kommen, zu einem kleinen Empfang, wo wir dann miteinander ins Gespräch kommen können. Zu Ehren unseres Gastes aus der Königsfamilie in Jordanien, zu Ehren von Annemarie Schimmel, an die wir heute denken, gemeinsam ins Gespräch zu kommen über die Liebe. Und vielleicht haben Sie auch Lust bekommen, noch genauer nachzudenken über das Geheimnis der Liebe und wie Liebe funktioniert. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, morgen und übermorgen in der Universität um 16 Uhr im Festsaal den weiteren Ausführungen seiner königlichen Hoheit zu lauschen und dann intensiver
mit ihm ins Gespräch zu kommen. Jetzt zum Abschluss hören wir noch ein Musikstück auf besonderen Wunsch seiner königlichen Hoheit, eine veränderte Version der Ode an die Freude. Am Anfang haben wir ein mystisches Liebeslied aus der muslimischen Tradition gehört, jetzt ein Tribut an Bonn, aber in veränderter Weise. Schön, dass Sie da sind und wir sehen uns dann gleich drüben. Thank you so much to your Royal Highness. قبس الإله المندثق من الجنة إنا قادمون إليك يغمرنا وجهك قد عاد سحرك روابطا تمزقت عبر الدهور أصبح الشامي إخوة تحت جناحك الرب.